Bregenz, Hauptstadt Vorarlbergs und Start meiner Reise durch Österreich. Gelegen zwischen Venda und Bodensee ist sie die drittgrößte Stadt Vorarlbergs mit dem von 1842 bis 1890 errichteten Hafen, auch Tor zu Deutschland und der Schweiz. Das im Juli 1980 eröffnete Festspielhaus zieht jedes Jahr tausende Besucher aus aller Welt an. Die Seebühne darf außerhalb der Proben und Aufführungen kostenlos besichtigt werden. Wer die Seebühne aber wirklich erleben will, sollte unbedingt einer Aufführung beiwohnen, wie etwa der Puccini-Oper Madame Butterfly. Oh!
wichtiger Verkehrsknotenpunkt ist der Bahnhof in Bregenz. Hier herrscht ständiges Kommen und Gehen, egal ob bei den Bussen oder den Zügen. Die Bahnanlage schneidet die Stadt vom See ab. Als Hauptstadt des Bundeslandes ist Bregenz auch Sitz der Vorarlberger Landesregierung mit dem Landhaus, vor welchem mächtige Wasserfontänen sprudeln. Die Stadtpfarrkirche St. Gallus ist ein mächtiger barocker Bau und wurde um 1079 nach Christus erstmals erwähnt und nach einem Brand 1477 mit dem heutigen Chor und dem mächtigen Turm versehen. Es befand sich am Standort eine romanische Kirche aus der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts. Die Grabung im Jahr 1973 ergab einen frühromanischen Rechteckbau und eine spätromanische Erweiterung zu einem dreischiffigen Gotteshaus. 1939 erfolgte eine Restaurierung von 1968 bis 1972 außen, von 1973 bis 1974 innen. Quirlig geht es in der Innenstadt zu. Die unzähligen Geschäfte und Cafés laden zum Flanieren und Verweilen ein. Auch Dornbirn ist eine sehr lebendige Stadt, in welcher die Menschen durch die Straßen eilen und ihren Angelegenheiten nachgehen. Das in einem alten Herrenhaus untergebrachte Stadtmuseum verfügt über eine sehenswerte Dauerausstellung, in der sich Exponate aus der Bronzezeit ebenso befinden wie Stücke aus der jüngeren Vergangenheit Dornbirns. Auch die Stadterhebungsurkunde und ein Modell der nicht mehr existenten Burg zu Dornbirn sind zu sehen. Neben der Dauerausstellung finden auch immer wieder Sonderschauen statt, wie etwa Wear Dirndl Austria Look. Diese Ausstellung hat auch den Vorarlberger Textilmogul Franz Romberg zum Inhalt, der mit seinen Stoffdrucken das Dirndl salonfähig machte. Der Wochenmarkt zieht die Menschen an. Regionale Händler bieten ihre Waren zum Verkauf. Vom Spezialkissen über Wurstwaren bis zu Honig aus eigener Imkerei ist alles dabei. Musik.
Etwas abseits, in einer ruhigen Wohngegend, findet sich ein weiterer Höhepunkt Donderns. In dem stillgelegten Rüschwerke-Areal etablierte sich eine sehenswerte Ausstellung, welche seit 2003 Jung und Alt als In Natura Erlebnis-Naturschau in ihren Bann zu ziehen weiß. Eine Entdeckungsreise für die Kinder und Erwachsene mit Rätseln, die es zu lösen gilt. In sogenannten Science Zones wird die gesamte Familie zum Experimentieren eingeladen und dadurch Zusammenhänge zwischen Natur und Technik für Kinder und Jugendliche begreifbar. Sehenswert ist die Ausstellung von Mineralien. Was hier an Quarzen und Kristallen zu sehen ist, beeindruckt den Besucher des In Natura. Die liebevoll arrangierten Tierpräparate bringen die Natur näher. Diese dürfen auch berührt werden, wodurch das Wort begreifen eine neue Bedeutung bekommt. Nicht weit von Dornbirn entfernt liegt Lustenau. Hier besuchte ich einen für Österreich einzigartigen Kunstraum. Das Druckwerk ist ein Verein von Künstlern, die sich auf die verschiedenen Drucktechniken spezialisiert haben. Einzigartig ist hier, dass nahezu alle Druckverfahren in einer Halle zur Verfügung stehen, vom Stein- und Holzdruck über den Handsatz bis zum Offsetdruck. Die meisten Maschinen sind museumsreif und werden von den Künstlern selbst gewartet, wodurch das Druckwerk wiederum selbst zum Museum wird. Es gibt im Druckwerk auch keine Grafiker oder Drucktechniker. Die Vereinsmitglieder erarbeiten sich ihr Wissen um die Druckverfahren selbst. Mit einem Motiv der aktuellen Ausstellung gibt mir Werkstattleiter Vitor Freitas einen Einblick in den Siebdruck.